Ich begrüße Sie sehr herzlich aus Peru, liebe Zuschauer. Neben einigen interessanten Filmen, wie immer im Video Express, zeigen wir Ihnen zwei weltberühmte Baudenkmäler dieser Andenrepublik, Machu Picchu, die alte Inka-Stadt, und den Titicacasee. Und dorthin geht es jetzt. Knapp 8 Stunden braucht unser Zug von Cusco aus in Richtung Puno. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir auf dem Weg in Richtung Puno. 330 Kilometer ist die Strecke lang, 300 Höhenmeter werden überwunden. Und wenn Sie links oder rechts aus dem Fenster schauen, Sie sehen, es ist ein fruchtiges Hochtal, durch das wir fahren. Sehr viel Mais wird hier angebaut. Ja, und wir unterbrechen die Reise jetzt kurz für unseren ersten Filmbericht. Mitte Dezember 1995 wurde in München das neue ICE-BB feierlich eröffnet und wir waren natürlich mit der Kamera dabei. Nach dreijähriger Bauzeit eröffnete die Deutsche Bahn AG am 15. Dezember 1995 ihr neues ICE-Betriebswerk in der bayerischen Landeshauptstadt. 320 Millionen Mark verschlang die 450 Meter lange und mit 6 Gleisen ausgestattete Halle. Die DB schaffte damit in München einen angemessenen Nachfolger für das aufgelöste, traditionsreiche E-Lok-Ausbesserungswerk Freimann. DB-Vorstandsmitglied Hermann Wolters zu den Aufgaben des neuen Werkes. Seit dem Fahrplanwechsel im Mai 1993 sind damit bereits 2 Gleise für die Instandhaltung der Triebzüge hier in München in Betrieb. Man kann es auch so ausdrücken, dass seit dieser Zeit die Instandhaltung der ICE-Triebzüge in München auf einer Großbaustelle stattfindet. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute das Werk insgesamt eröffnen können und damit das Ende des Provisoriums erreicht ist. Das ICE-Werk in München wird zusammen mit dem Werk in Hamburg und dem bis 1998/99 zu errichtenden 3. Werk in Berlin das Grundgerüst für die Instandhaltung der vorhandenen 60 Fernverkehrstriebzüge, aber auch der bestellten weit über 100 weiteren Triebzüge sein. Wenn ich sagte, dass das Hamburger Werk für den ICE maßgeschneidert ist, so wird das Werk in München auch für die künftigen Triebzugvarianten vom ICE Nitec bis zum ICE 2.2 geeignet sein. 860 Mitarbeiter sorgen hier dafür, dass die deutschen Superzüge in kürzester Zeit wieder einsatzfähig sind. Mit der Leitung des supermodernen Werkes betraute die DB Diplom-Ingenieur Reinhard Leitl. Herr Leitl, möge dies der Schlüssel zum Erfolg des Werkes sein. Gearbeitet wird parallel auf 4 Ebenen. 3,80 Meter über der Schienenoberkante befinden sich bewegliche Arbeitsstände und bewegliche Bühnen, um an die Dachpartien und Stromabnehmer heranzukommen. Die Arbeitsgänge werden per EDV koordiniert. Alle Teams melden Beginn und Ende ihrer Tätigkeit per Magnetkarte an den Betriebsführungsrechner. Die Hallengleise selbst sind in einer Höhe von 95 cm aufgeständert. Dadurch entstanden ergonomisch optimale Arbeitsplätze für Tätigkeiten im Unterflur- und Schürzenbereich der Fahrzeuge. Zum Werk gehören noch eine Waschstraße, eine Radsatzdiagnoseanlage und eine Tandem-Unterflur-Radsatzdrehmaschine. Radsätze können in kurzer Zeit gewechselt werden, ohne dass die anderen Wartungsarbeiten ruhen. Die 60 ICE-Züge der DB erreichen zurzeit eine jährliche Laufleistung von 500.000 Kilometer pro Zug. 57 der 60 vorhandenen Züge stehen durchschnittlich dem Betrieb zur Verfügung.
Die ursprünglich kalkulierte Reservequote von 12% konnte somit auf stolze 5% gedrückt werden. Das wird nur durch solche rationell organisierten Wartungswerke möglich. Beim Radsatzwechsel werden die vier Bremsscheiben der einzelnen Achsen sichtbar. Die hohen Geschwindigkeiten von bis zu 280 km pro Stunde erfordern leistungsfähige Bremsanlagen. Die weitgehend automatische Radsatzwechselbühne macht den Achstausch zur Minutensache. Früher konnte ein defekter Radsatz Lokomotiven mehrere Tage lahmlegen. Per Gabelstapler werden die defekten Achsen in die schon erwähnten angegliederten Radsatzwerkstätten gebracht. Ersatzradsätze stehen auf Vorrat zur Verfügung, damit es bei der planmäßigen Wartungszeit nicht zu Verzögerungen kommt. Über dem Gabelstapler ist übrigens die dritte Arbeitsebene zu erkennen, von der aus die Züge ver- und entsorgt sowie die Türen und Fenster gewartet werden. Der neue Radsatz wird wieder mittels der speziellen Rollbühne unter das Drehgestell geschoben. Ein Radsatzwechsel benötigt nicht nur wenig Zeit, er kommt im Vergleich zu früheren Zeiten auch mit weit weniger Personal aus. Zwei Mann reichen in der Regel aus. Die allgemeinen Wartungsintervalle sind übrigens sehr groß. Alle zwei Tage erfolgt nach etwa 3500 Kilometern Laufleistung eine Lauffähigkeitskontrolle. Alle 10 bis 12 Tage nach etwa 21.000 Kilometern zurückgelegter Strecke eine Nachschau. Damit gehören die deutschen ICE zu den zuverlässigsten Hightech-Zügen der Welt. So, jetzt sind wir auf dem Titicacasee. Eindrucksvoll ist es hier, richtig eindrucksvoll. Und der See ist aus zwei Gründen weltberühmt geworden. Zum einen wegen der Ursos. Das sind Indios, die seit Menschengedenken auf dem See auf Schilfinseln leben. Und das andere, der Titicacasee
liegt 3.850 Meter über dem Meer und ist somit der höchste schiffbare Binnensee der Welt. Und da habe ich es relativ einfach jetzt mit der Überleitung. In unserem nächsten Film geht es auch um eine Weltbestleistung. Mitte Dezember 1995 wurde ein Versuch gestartet, dass 300 Lokomotiven im Maßstab 1 zu 87 eine Lok den Eurosprinter über eine Distanz von 5 Meter ziehen sollen. Einen Tag nach der Eröffnung laufen im neuen Münchner ICE-Werk die Vorbereitungen für einen spektakulären Rekordversuch auf Hochtouren. Mitglieder der Bahnsozialwerk Modellbahngruppe München verlegen zwischen akkurat montierten Leisten H0-Schienen. Dort sollen zunächst 300 H0-Lokomotiven der Reihe E94 von Rocco den 87-mal größeren Eurosprinter ziehen. Antreten werden die Modellloks im orangefarbenen Look der österreichischen Bundesbahnen und in der alten grünen Farbgebung der deutschen Bundesbahn. Die sechsachsigen H0-Loks werden bei diesem Zugkraftrekord nicht Puffer an Puffer gekuppelt, sondern in einen speziell angefertigten Alurahmen eingepasst. Somit ist ein Reißen der Modellkupplungen ausgeschlossen. Dieser Rahmen wird mittels eines Drahtseils mit den Schienenräumern des großen Eurosprinters verbunden. Rocco-Chef Christian Ploberger ist optimistisch, dass seine Loks die Aufgabe meistern werden. Ja, angeblich müsste es mit unter 100 gehen, nach Berechnungen. Wir werden heute weitere Versuche machen und versuchen, so lange, bis man zu einer Grenzlast kommt, wo es nicht mehr geht. Es wäre natürlich schön, vielleicht als Ziel 86, dann hätten wir 86 Lokomotiven für 86 Tonnen. Das wäre ein sehr imposanter Vergleich eigentlich. Wurde das irgendwie schon mal durchgerechnet oder durchgespielt, wie tief man gehen kann? Es wurde errechnet. Wie tief man wirklich gehen kann, das werden wir heute erspielen, wenn Sie so wollen. Den ersten Versuch bestreiten 300 Modellkrokodile und den Startpfiff bläst natürlich Hagen von Ortloff. 5, 4, 3, 2, 1. Christian Plobergers Wunsch geht letztlich in Erfüllung. Beim dritten Versuch sind nur noch 86 H0-Loks im Einsatz. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Der Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde ist geschafft. 86 H0-Loks zogen den 86 Tonnen schweren Eurosprinter 6 Meter weit. Die Rekordloks wurden dann zugunsten der Bayerischen Krebsgesellschaft verkauft. Ganz wichtig, weil das ist ja heute das heutige Datum und mit dem Eurosprinter, das ist ja wunderbar. Die haben ein Modelleisenbahn und da ist das gerade richtig. Und hatte, glauben Sie, dann einen hohen Sammlerwert auch? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Jetzt werde ich immer, wie es nicht gekauft, zwischen mir halt. Weil das ist erstens einmal eine Erinnerung, eine Riesensache. Ne? Ich habe die Rote gekriegt. Das ist besonders schön. Weil die andere habe ich schon, die 194, aber die noch nicht. Da kannst du natürlich jetzt wieder fahren. Ne? So, wir sind wieder in Cusco, liebe Zuschauer, und zwar auf dem Bahnhof der Schmalspurbahn. Es ist noch nicht einmal 6 Uhr morgens, aber hier ist schon eine ganze Menge los. Kein Wunder, innerhalb von 45 Minuten fahren bis zu 3 Züge in Richtung Cuyabamba, wobei die meisten Fahrgäste, hauptsächlich sind es Touristen, Richtung Machu Picchu fahren wollen. Ehe wir mit dem Zug mitfahren, noch ein paar Worte über Cusco. Es dürfte die bekannteste, die berühmteste Stadt Perus sein und sie hat auch eine lange, lange Geschichte. Inka-Könige haben hier residiert. Als Peru spanisches Vizekönigreich war, war Cusco Hauptstadt. Es hieß damals Santiago de Cusco und 1825, genauer gesagt am 9. Januar, wurde hier die Republik Peru ausgerufen. Eine Stadt mit Geschichte und auch heute noch, glaube ich jedenfalls, die meistbesuchte Stadt Perus. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Machu Picchu. Cusco liegt 3300 Meter hoch in einem Hochtal der Anden, aber wenn der Zug raus will aus Cusco, dann muss er einige hundert Höhenmeter überwinden und das geht nicht mit Tunnels oder Kehrschleifen, nein, der Zug verlässt Cusco im Zickzack. Thank you.
Dort unten ist der Bahnhof. Von da aus ging es mit dem Bus weiter in Richtung Machu Picchu. Die Fahrzeit beträgt normalerweise eine halbe Stunde. Ich sage normalerweise, aber bei uns ist alles anders. Gestern kam hier der Berg runter, das heißt, die restlichen 400 Höhenmeter müssen wir zu Fuß zurücklegen. Das möchte ich Ihnen nicht zumuten. Deswegen unterbrechen wir unsere Reise hier und gehen zu unserem nächsten Filmbeitrag. Da geht es um Traditionelles, um die Traditionslok 031010 und um die in der DDR so traditionellen Doppelstockwagen. Eine 03 zieht einen Doppelstockzug, das als solches ist nichts Besonderes, aber diese Doppelstockwagen, die gehen auf ihre letzte Reise zum Schneidbrenner. In Belleben an der Strecke Halle-Halberstadt scheint auch im Oktober 1995 die Welt noch in Ordnung zu sein. Das von der Eisenbahn geprägte architektonische Ensemble des Örtchens am östlichen Rande des Harzes spiegelt eine Idylle wider, die es eigentlich zu Zeiten der DB AG gar nicht mehr gibt. So ähnlich müssen Bahnübergänge Anfang der 50er Jahre ausgesehen haben, als die DDR-Reichsbahn zu neuen Ufern aufbrach. Schon 1951 wurden die ersten von über 1500 bis 1991 gebauten Doppelstockwagen abgeliefert. Die ersten Doppeldecker wirkten in der damaligen Umgebung wie futuristische Fahrzeuge. Heutzutage sind die ersten Exemplare schon so antiquiert, dass sie zum Verschrotten in das Ausbesserungswerk Halberstadt gefahren werden. An diesem herrlichen Herbsttag erwarten wir hier einen solchen Schrottzug, der mit keiner geringeren als der Hallenser Dreizylinder Pazifik 031010 gefahren wird. Der Grund dafür liegt in den noch ausstehenden Lastprobefahrten nach der Rückkehr aus dem Ausbesserungswerk. Da ist Ihr Dreizylinder-Sound schon zu hören. So sahen die ersten Doppelstockzüge der 50er Jahre für den Berufsverkehr aus. Es gab vier- und zweiteilige Einheiten, deren mittlere Drehgestelle dreiachsig ausgeführt waren. Ab 1957 kamen sogenannte Doppelstockgliederzüge zum Einsatz, die erheblich geräumiger waren und die auch im Schnellzugdienst eingesetzt werden konnten. Für den Bau der neuen Doppelstockzüge wurde viel Propaganda gemacht. Für die damalige Wochenschau gab es diverse Filmbeiträge. Wir sind zum Beispiel der größte Reisezugwagen-Exporteur der Welt. Hier im VEB Waggonbau Görlitz werden gerade Doppelstockeinheiten für den Export in die Volksrepublik Polen montiert. Schritt für Schritt geht es auf den Stufen unseres 5-Jahr-Plans aufwärts. Die Werktätigen der LOWA in Görlitz haben im Auftrag der Reichsbahn die Produktion neuer zweistöckiger Waggons aufgenommen. Ingenieure Müßig, Kraul und Friese haben den Zweistockwagen entwickelt. Er ist eine Ganzschweißkonstruktion, die sich durch große Materialersparnis auszeichnet. ...80 solcher Wagen werden in diesem Jahr durch die Hände der Brigaden gehen. Das sind 20 Züge, die im Berufsverkehr unserer wichtigsten Industriegebiete vorbildliche Verkehrsverhältnisse schaffen werden. ...031010 wurde im Februar 1959 mit einem Ersatzkessel versehen und rekonstruiert. Seit 1981 ist sie Traditionslok im BW-Halle. An ihrem zweiten Tag des Lastprobeprogramms hat sie wieder zwei 13-achsige Züge DBV mit insgesamt 260 Tonnen am Zughaken. Leistet jeder sechs freiwillige Arbeitsstunden.
Die 40.000 Mark für die unentgeltliche Reparatur von zwei Lokomotiven kommen auf das Konto, das am 30. September 1958 bereits auf 2,4 Millionen Mark anwuchs. Das Ziel rückte in greifbare Nähe. Das ohne mich stirbt aus. In Gröditz erhöhten die Stahlwerke ihren Staatsplan um 3.500 Tonnen. Das bedeutet Material für Achsen, Radscheiben, Radreifen des Doppelstockliederzuges. Und bezahlt wird das Material von den Dresdner Flugzeugbauern. Eine gute Initiative hat eine große Bewegung ausgelöst. Im Gröditzer Walzwerk und in der Schmiede. Hier werden 30 Achsen in Sonderschichten hergestellt. Im Radsatzwerk Ilsenburg haben es die Arbeiter übernommen, die 28 Radsätze kostenlos zu bearbeiten. Im volkseigenen Zittauer Federnwerk entstehen die 109 Druckfedern für den Doppelstockgliederzug. So arbeiten überall in der DDR fleißige Menschen mit, um der Eisenbahnerjugend zu helfen, die große Verpflichtung zu erfüllen. Sie helfen, weil es Glück bringt, Helfer beim sozialistischen Aufbau zu sein. Da, im volkseigenen Waggon bei Görlitz, wächst er, der Express junger Sozialisten. Stahlkonstruktionen und Platten werden zusammengefügt. Pfennige zu Pfennig, Mark zu Mark. 13.000 freiwillige Arbeitsstunden leisten die Görlitzer Waggonbauer. Das ist viel, aber zu wenig für einen Zug über den Plan. Vom Waggonbau Niesky, aus den RAW Halberstadt, Magdeburg, Cottbus und Wittenberge kommen rote Brigaden nach Görlitz, um mitzubauen an ihrem, an unserem Express. Am 31. Dezember 1958 wird der Zug der Jugend das Werk verlassen und Zeuge sein für die schöpferische Kraft der jungen Generation, für die Wahrheit, dass die Arbeit bei uns Freude macht. Gute Fahrt und freie Fahrt dem Express junger Sozialisten auf seinem Kurs ins bessere, schönere Leben. Und wollt ihr mit, so baut mit. Bestimmt selbst, wie schnell wir vorwärts kommen. Durchfahrt frei in Aschersleben. 03:10:10 tobt durch den Bahnhof. Die Doppelstockwagen repräsentierten das Bild der modernen Bahn, sodass sie gerade bei offiziellen Anlässen nicht fehlen durften. An dem Tage, an dem vor 10 Jahren die Deutsche Reichsbahn volkseigen wurde, eröffnete der Minister für Verkehrswesen, Diplom-Ingenieur Erwin Kramer, den elektrischen Zugverkehr auf der Strecke Halle-Köthen. Ein historischer Augenblick. Der erste Abschnitt der elektrifizierten Strecke wird befahren. Steuer der E-Lok, Minister Kramer, der den Zug zum ersten Mal über die Strecke führte. Fahrt frei für den ersten Zug auf der neu elektrifizierten Strecke von Leipzig nach Altenburg. Vor allem für die Arbeiter des Chemiekombinats Böhlen, für die Kumpel aus Espenhain und Borna bedeutet der Umbau eine fühlbare Erleichterung im Berufsverkehr. Hedersleben-Wederstedt. Wegen der eingleisigen Strecke muss hier zu einer Zugkreuzung ein letztes Mal vor Halberstadt gehalten werden. Lokführer Harry Heidenblut ist zufrieden mit seiner 03. Auf der Fahrt war er ganz auf das Triebwerk konzentriert, um auch das leiseste verdächtige Geräusch herauszuhören. Es ist ihm wohl nicht in den Sinn gekommen, dass er ein Stück DDR-Berufsalltag auf den Schrott fährt. Vielleicht sogar ein Stück persönlicher Geschichte.
Doch wie hieß es so schön in der Propaganda? Wer zu oft zurückschaut, verrenkt sich den Hals. Das war die Losung für die Fahrt in eine rosige Zukunft. Berlin. Die Jugendblock 5. Parteitag wurde ihrer Bestimmung übergeben. 1.600.000 Mark hatten Jungeisenbahner der DDR in unzähligen Produktionsleistungen und freiwilligen Einsätzen für den Bau dieser Maschine erarbeitet. Die besten Brigaden wurden ausgezeichnet. Die neue Verpflichtung: Bis zum Jahresende soll durch weitere Leistungen in der Produktion der Bau eines ganzen Doppelstockzuges finanziert werden. Eine gute Tat der Jungeisenbahner zur Auswertung des 5. Parteitages, der Express junger Sozialisten. Auf dem Berliner Ostbahnhof wurde der Express junger Sozialisten vom Minister für Verkehrswesen, Diplom-Ingenieur Kramer, an die Potsdamer Jugendbrigade Rosenkranz feierlich übergeben. Der erste Doppelstock-Liederzug hat eine Länge von 210 Metern und kostete 4 Millionen D-Mark, die von den jungen Eisenbahnern der DDR in freiwilliger Arbeit im Kompass-Wettbewerb 1958 aufgebracht wurden. Strecke frei zur Jungfernfahrt nach Frankfurt-Oder. Schnell rollt der geräumige Zug dem Reiseziel entgegen. Auf längeren Strecken ist im Express ein Buffetwagen mit Zugfunk angeschlossen, der die Fahrt wie im Fluge vergehen lässt. Herzliche Begrüßung am Zielbahnhof durch die Bezirksleitung Frankfurt der FDJ und eine Delegation polnischer Eisenbahner. Am Block Rohlsdorf hat die 03 den dürren Bahndamm in Brand gesteckt, der nun in Flammen aufgeht wie die einst stolze Flotte der über 1000 bis 1980 gebauten Doppelstockwagen der DR. Lamas im Hintergrund komme ich zu unserem Ausflugstipp. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder von Ihnen nach Machu Picchu kommen will oder kommen kann. Deswegen ein Tipp, der ein bisschen näher liegt. Ausgangspunkt ist Zwickau, dann fahren Sie über Aue, über das Markersbacher Viadukt und dann kommen Sie irgendwann nach Schlettau. Und das ist der Ausgangspunkt unserer Reise. Die Fahrt geht von Schlettau nach Grottendorf, ist alles im Erzgebirge und es ist ein romantischer Bericht über eine Nebenbahn. Thank you.
Dampfromantik im Erzgebirge auf der 6,7 Kilometer langen Nebenbahn Schlettau-Krottendorf. Diese stimmungsvollen Aufnahmen mit der Dampflok-Baureihe 86 sind seit 1988 Geschichte. Die idyllische Bimmelbahn hat aber bis heute ebenso überlebt wie der kunstvolle Krottendorfer Wegweiser zum Bahnhof. Heute zwängen sich auch nicht mehr ganz taufrische Dieselloks der einstigen Reichsbahnbaureihe V100 mit zwei Schnellzugwagen über die kurvenreiche Strecke. Die Züge der Krottendorfer Bimmel beginnen im Bahnhof Schlettau an der Strecke Aue-Annaberg-Buchholz. Dort gibt es sogar noch einen Lokschuppen hinten links zu erkennen. Bis zum 1,3 Kilometer entfernten Waltersdorf benutzen die Krottendorfer Züge die Annaberger Strecke. Kurz vor der Abzweigstation wird ein handbedienter Bahnübergang passiert. Die Waltersdorfer Anlagen sind bisher von der Modernisierungswalze der DB verschont geblieben. Mit der zunächst zum Mai 1995 geplanten Stilllegung der Krottendorfer Strecke hätte man die auf einer Höhe von 589 Metern liegende Station schließen können. Massive Proteste der Anliegergemeinden verhinderten vorläufig die völlige Einstellung des Zugbetriebes. Noch benutzen viele Schüler die Nebenbahn. Buslinien bieten bisher keinen wirklichen Ersatz. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde schlängelt sich die Bahn am Zschopaubach entlang. Die meisten Bahnübergänge sind unbeschrankt. Wegen der engen Kurven quietschen die Spurkränze von Lok und Wagen beträchtlich. Mit dem ICE hat das Krottendorfer Bahnel nur wenig gemeinsam. Die sparsame Linienführung entlang der Straße wird der am 1. Dezember 1889 eröffneten Stichstrecke sicher bald den Kopf kosten. Im Zeitalter der Hochgeschwindigkeitszüge haben DB-Manager kein Verständnis mehr für solche Bimmelbahnen. Dennoch installierte man hier am Ortseingang Krottendorf wegen der Straßenverengung noch eine Ampelanlage. An derselben Stelle traf Bernd Vollmer im Juni 1983 86.001 mit einem langen Güterzug. In Krottendorf wurden bis zur Wende Splitt und Schotter verladen. Kurz vor der Einfahrt in den Endpunkt Krottendorf, oberer Bahnhof, passiert die Bahn die Dorfstraße. Auch hier installierte man trotz der Stilllegungspläne eine teure Ampelsicherung und ein neues Warnschild für den unbeschrankten Bahnübergang. Die Ampelanlage muss von Hand eingeschaltet werden. Dazu hält der Zug vor der Kreuzung an. Der extra deswegen mitfahrende Rangierer steigt aus und schaltet die Ampel für den Straßenverkehr auf Rot.
Man hat den Eindruck, dass die DB den Betrieb mit Absicht derart unökonomisch führt, um die Stilllegung begründen zu können. Noch fahren 12 Züge auf der Krottendorfer Nebenbahn, allerdings nur an Werktagen. In den Ferien gilt ein eingeschränkter Fahrplan. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, wegen der weltweit bekannten Krottendorfer Räucherkerzenproduktion und natürlich wegen der nur wenige Kilometer entfernten Dampf-Schmalspurbahn Kranzahl-Oberwiesenthal. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir auch von der Ruinenstadt Machu Picchu wieder runtergekraxelt und wir machen uns so ganz langsam auf den Heimweg. Unser letzter Film in dieser Sendung ist wie so häufig ein Abschiedsstück. Wir sagen auf Wiedersehen zu einem Fahrzeug, das am 23. April 1933 vorgestellt wurde und das am 31.12.1995 seine letzte Fahrt machte. Es dreht sich um den Kuhlemeier, alles weitere in dem nun folgenden Filmbeitrag. Nach 43 Jahren sollte Ende 1995 ein kurioser Gütertransport im Frankenwald enden, der einst das Ergebnis der deutsch-deutschen Teilung gewesen war. Der Kuhlemeier-Betrieb zwischen Steinbach am Wald und Tettau. Kuhlemeier-Transporter nennen Fachleute Straßenroller, die normalspurige Güterwagen transportieren können. Der Begriff Kuhlemeier entstand in den 30er Jahren nach dem Erfinder dieser Fahrzeuge. Soeben ist ein Leerwagen aus Tettau in Steinbach an der Frankenwaldbahn angekommen. Abgeladen wird per Muskelkraft.
Die fahrbare B- und Entladerampe wird nun ans andere Ende umgesetzt, um einen vollen Güterwagen aufladen zu können. Die Anhängedeichsel kann beim Kuhlemeier ebenfalls an beiden Enden angebracht werden. Ein Güterwagen für die Tettauer Glashütte muss aufgeladen werden. Die Zugmaschine des Kuhlemeier zieht den Wagen mittels eines Seiles auf den Straßenroller. Ent- und Beladen gehen relativ einfach und schnell vonstatten. Dennoch verschwanden die einst über ganz Deutschland verbreiteten Kuhlemeier-Transporter schon früh. Nur der Tettauer Betrieb konnte sich dank Zonenrandförderung halten. Der Tettauer Winkel an der Grenze zu Thüringen wurde vom 24. Juni 1902 bis zum 28. Mai 1952 durch die 17 Kilometer lange Nebenbahn Pressig-Rotenkirchen-Tettau bedient. Rund um Tettau hatte sich nach der Jahrhundertwende eine blühende Glas- und Porzellanindustrie entwickelt, die von einer funktionierenden Bahnverbindung abhängig war. Die Zonengrenze schnitt die Trasse nach 1945 nicht weniger als 10-mal. Im Mai 1952 untersagte die DDR schließlich den Zugbetrieb durch ihr Territorium. Im Güterverkehr ersetzten ab 1. Juli 1952 Kuhlemeier Straßenroller die Güterzüge. In der Ortsmitte von Steinbach legt das Kuhlemeier-Team zunächst einen Brotzeithalt ein. Der Güterwagen wird einfach vor der Metzgerei geparkt. Hochbetrieb herrschte in den letzten Jahren auf der Kuhlemeier-Linie nicht mehr. Viele Güter gelangten direkt auf der Straße in den Tettauer Winkel. Das war nicht immer so. Noch 1979 wurden auf dieser Kuhlemeier-Linie 1696 Wagen befördert. Im Schnitt also etwa 5 Wagen pro Tag. Tettau erhielt Heizöl, Flüssiggas, Kohle und Quarzsand. In der Gegenrichtung beförderten die ungewöhnlichen Fahrzeuge Porzellan- und Glaserzeugnisse. Die Brotzeit ist vorbei. Die Fahrt ins etwa 10 Kilometer entfernte Tettau kann weitergehen. Nach der Wende stand dieses Kuriosum immer wieder zur Disposition. Zum 31. Dezember 1995 strich die bayerische Landesregierung letztendlich die Zuschüsse für den Kuhlemeier-Betrieb, der ab 01.01.96 ruhen sollte. Unerwartet erhielt er kurzfristig noch eine Gnadenfrist bis zum 31. März. Dann soll endgültig Schluss sein mit den Güterwagen auf den Straßen des Frankenwaldes. Von der DB heißt es dazu, dass bis dahin eine Ersatzlösung ausgearbeitet wird, die die Bedürfnisse der Tettauer Industrie befriedigt. Wie diese aussehen wird, kann man sich vorstellen. Noch mehr LKW auf immer volleren Straßen. Kurz vor Tettau trifft die Straße aus Steinbach auf die ehemalige Tettauer Bahnstrecke. Die Gleise liegen noch unbenutzt auf etwa 3 Kilometern Länge vor dem Bahnhof. Der Kuhlemeier, der jahrzehntelang zum Alltag im Tettauer Winkel gehörte und das Überleben der dortigen Industrie sicherte, mag für sich gesehen zu teuer gewesen sein. Aus Umweltgesichtspunkten sollte man allerdings darüber nachdenken, ob dieses System nicht
ein ökologisches Konzept der Zukunft sein könnte. So, jetzt sage ich hasta luego zu Peru, bis irgendwann einmal in dieser schönen Andenrepublik. Und zu Ihnen sage ich bis zum Frühling. Da sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis denn und tschüss. Tübingen und Rottweil, das waren die Heimatdienststellen der letzten 38er und 78er der Deutschen Bundesbahn. Preußendampf im Schwabenland zeigt diese wunderschönen Dampfeinsätze in den 70er Jahren. Das BW Gelsenkirchen-Bismarck war eine der größten Dienststellen für die Baureihe 44 und zugleich die letzte für Kohle gefeuerte Maschinen. Die Dampfjumbos im Ruhrgebiet sind für sie noch einmal vor schweren Zügen unterwegs. Ein zweiter Film ist den 50ern und 55ern rund um Duisburg-Wedau gewidmet. Freuen Sie sich auf den Dampf im Ruhrpott. Altenbeken, der berühmte Eisenbahnknoten, erzählt von den Dampflokeinsätzen mit Kohle- und ölgefeuerten 44ern auf der Strecke Hamm-Kassel. An den Rampen rund um Altenbeken scheiterten die E40, sodass der Dampfbetrieb unter Fahrdraht weiterging. Der Film zeigt viel Dramatik beim Kampf der Dampflokriesen auf der Bergstrecke. Eine Legende wird wieder lebendig. Hof in Bayern ganz oben, im Interesse der Eisenbahnfreunde ebenfalls ganz oben. Hier war die große Einsatzstelle der DB01, die sich auf dem Weg von Bamberg über die schiefe Ebene quälen musste. Sehen Sie hervorragende Szenen aus den frühen 70ern im Film Hof. Was bei der DB die V200 war, wurde wenige Jahre später die V180 bei der Deutschen Reichsbahn.
Unser Film zeigt den Bau der Lok, Szenen im Schnellverkehr, herrliche Aufnahmen aus der Zittauer Zeit und Schlusssequenzen beim BW Arnstadt. V180, ein Lokporträt, das begeistert. Das Märklin-Jahr 1994 heißt eine interessante Dokumentation über die Modellbahnaktivitäten des bekannten Herstellers aus Göppingen. Wir versprechen Ihnen, Sie werden zum Märklin-Fan.